Zuerst haben wir eine Woche lang, da hat es 27 Grad, da reden wir alle mit der kurzen Hosen und mit dem T-Shirt rum. Die Woche drauf hat es dann 5 Grad, da hat es in der Nacht sogar geschneit. Da ziehen wir dann alle die Winterjacken wieder raus. Und die Woche hat es wieder 25 Grad. Da haut es dir doch echt den Schaltern aus. Aber machen kannst du eh nichts. Und mir soll es recht sein, denn heute werden Kartoffeln gelegt. Und damit habe ich deri und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir es bei uns im 30. April. Morgen haben wir also den 1. Mai, genau die richtige Zeit zum Kartoffeln. Momentan haben wir es 25 Grad, morgen sagt er auch nochmal so ein schönes Wetter und übermorgen sagt er dann einen Ring, also optimal, dass wir die Erdbeeren endlich in den Boden einbringen. Ich habe hinter dem grünen Teufel schon mal den Federzinkengrupper gespannt, denn der Acker ist noch nicht hergerichtet, der ist immer noch geackert, darum werde ich den jetzt ein wenig ebnen. Ich habe den Acker ja letztes Jahr gefräst, bevor wir die Kartoffeln gelegt haben. Das werde ich heuer nicht mehr machen. Heuer fahre ich bloß mit dem Federzinkengrupper drüber. Das habe ich ja letztes Jahr dann nach der Ernte schon ausprobiert. Das war optimal, richtig schöne, feinkrümliche Erden. Das machen wir heuer vor dem Kartoffeling auch so. Ich habe das Gefühl, mit dem Fräsen, das tut nicht gut, weil da wird die Erden so fein, da wenn es drauf ringt, dann ist die wie Beton. Und dann kriege ich es mit dem Häufler nicht mehr aufgeheifelt. Wir werden die Kartoffeln heuer auch nicht mit der Legmaschine legen, sondern mit der Hand. Warum? Das sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt fahre ich erst einmal mit dem grünen Teufel hinauf in den Acker und dann wird kulifadert. So schaut der Acker momentan aus. Frisch geackert. Letztes Jahr. Jetzt mache ich da bloß, da liegt irgendwie so ein Plastiktäpferl rum, das muss ich raus tun, sonst ackert ich das mit rein. Ja, so schaut er nicht mehr lang aus. Auf geht's. Ja, krass, was habe ich noch da ausgekommen? Eine Kröten. Ja, eine Gelbbauchunke. Wo bleibst du da? Die ist ein wenig gestresst jetzt. Schaut mal, ich glaube, dass das eine Gelbbauchunke ist. Was tust denn du jetzt da? Haben wir die kaputt gemacht? Nein, die feiert nichts. Komm, hupf, hupf, hupf. Geh auf Zeit. Schnell, weg mit dir. Nicht, dass wir die zusammenfahren. Da nein, da nein, dass dir nichts passiert. Kurzer Zwischenstand, so schaut es aus. Ist jetzt nicht ganz fein krümlich geworden, es sind schon noch ein paar Batzen drin, aber das wird schon, wenn es jetzt dann ein paar Mal ringt. Wir haben ungefähr eine lockere Erden von, sagen wir, knapp 15 cm. Das passt einmal frei, so lasse ich das. Erster Arbeitsschritt vorbei, das zweite Arbeitsgerät steht schon da. Anomac. Und jetzt machen wir Biefling. Die Biefling haben gemacht. Jetzt wissen wir, wo wir morgen die Kartoffeln einlegen müssen.
Und genau das machen wir jetzt, denn heute ist der 1. Mai und da haben wir alle frei. Und was macht man besseres an dem Tag als Kartoffeln? Unser Transportfahrzeug, damit wir die ganzen Saatkartoffeln in unseren Ackern auftransportieren können, haben wir schon hergekriegt. Die ganzen Saatkartoffeln liegen da drum. Und heuer war ich definitiv gescheiter wie letztes Jahr, denn diesmal habe ich es erstens einmal vorkeimen lassen. Das sieht man da teilweise, da sind so richtig kleine, dicke Keime drauf an die Knollen. Und wir legen es Sorten rein. Wir legen wieder 5 verschiedene Sorten, wie letztes Jahr auch. Diesmal aber ein wenig andere. Wir haben da hier vorne einen großen Anteil an Laura. Da drüben liegt die blaue Anneliese und ein bisschen ein Heiderot. Da drin liegt noch ein Heiderot und ein Agria. Und die haben wir letztes Jahr auch schon gelegt gehabt, die Cheyenne. Da habe ich auch noch ein paar von unseren genommen. Das sind auch Cheyenne, die werden wir auch noch mit reinlegen. Wobei ich glaube, dass bei den Cheyenne von uns noch eine andere Sorte mit dabei ist. Mir fällt jetzt da der Name gerade nicht ein. Die haben zwar auch eine leicht rötliche Schale, aber nicht ganz so dunkelrot wie die Cheyenne. Ist aber wurscht. Die legen wir in einen extra Briefling rein, damit halt auch was wächst. Die Saatkartoffel habe ich wie letztes Jahr auch schon wieder vom Hof Jebel. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wir waren da letztes Jahr wirklich sehr zufrieden mit den Saatkartoffeln und sind es heuer auch. Da kriegt man wirklich Spitzenqualität und es ist alles bio und nicht gespritzt. Leider waren wir heuer ein bisschen spät dran mit dem Stein. Die ganzen Sorten, die wir uns am Computer ausgesucht haben, waren zum größten Teil schon ausverkauft. Ich habe aber dann einfach angerufen beim Hof Jebel und mit der super Beratung, die man da kriegt, haben wir dann auf die Sorten gekommen. Anhand vom Geschmack und von der Reifezeit haben es dann die geworden. Ich bin gespannt, was das heuer wird. Für mich ist das ja erst das zweite Mal insgesamt, dass ich Kartoffeln anbaue und den größten Teil von der Sorten als erste Mal. Damit wir später dann auch wissen, wo man welche Sorten reingelegt habe, habe ich da so Stecker hergekriegt, wo ich beschriftet habe. Die werden wir dann in die Büffling reinstecken, damit wir später dann auch wissen, wo welche Kartoffeln drin liegen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass von jeder Sorte Kartoffeln 2 Stecker gibt. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn wir werden heuer einen Test machen. Als zertifizierter Biolandwirt darf man ja kein Gift spritzen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich zertifizierter Biolandwirt bin, aber mein Anspruch ist der gleiche. Ich möchte meine Kartoffeln nicht mit Gift behandeln. Aber man hat da eben ein kleines Tier, das einem da ziemliche Probleme bereiten kann und das ist der Kartoffelkäfer. Da habe ich letztes Jahr schon ein bisschen ausprobiert und zwar mit dem Neemöl. Das ist gemischt mit Rimulgan, das ist ein Emulator, damit man das mit Wasser mischen kann, weil Öl lässt sich ja bekanntlich nicht so leicht mit Wasser mischen und das Rimulgan vereinfacht das Ganze. Da spritzt man seine Kartoffelpflanzen dann ein und kann da ein bisschen den Kartoffelkäfer ein wenig her werden. Heuer werden wir das schon ein wenig früher einsetzen. Aber nicht das Neemöl, sondern den Presskuchen von den Samen, wo das Öl rauspresst wird. Den habe ich nämlich da. Das sind insgesamt 10 Kilo Neempresskuchen. Das ist so ein Granulat, ich zeige es euch dann gleich im Acker drum. Und das werden wir mit den Saatkartoffeln zusammen in das Pflanzloch geben. Ungefähr 1 oder 2 Esslöffel. Das wiederholt man dann noch ein paar Mal. Da streibt man dann ein bisschen was auf den Büffling drauf. Oder macht da so ein Gießwasser, wobei man Kartoffeln ja nicht gießen soll. Also werden wir es einfach beim Häufchen vorher ein wenig auf dem Büffling draufstreuen und damit einarbeiten. Da werden wir die Kartoffelsorten dann zweiteilen. Also wir werden einen Strick machen mit der halben Hälfte, mit der halben Menge an Saatkartoffeln ohne dem Neempresskuchen. Und die andere Hälfte von jeder Sorte werden wir dann ohne Presskuchen. Mit Presskuchen. Also eine Hälfte machen wir mit Presskuchen, eine Hälfte machen wir ohne Presskuchen. Ungefähr auf derselben Höhe vom Büffling, also eins links, eins rechts, damit wir einen direkten Vergleich haben. Und dann werden wir mal schauen, es wird nur eine Zeit lang dauern, ob sich da Unterschiede ergibt von den Kartoffelkäfer, vom Wachstum her. Wir werden einfach sehen, was das bringt oder ob es nichts bringt. Das Neempresskuchenzeug ist ein MPK-Dünger. 613 mit Calcium oder ist das Kalium, Magnesium und weiteren Spurenelementen. Schauen wir mal. Wir fahren jetzt rauf in den Acker und dann fangen wir an zum Kartoffeln. Den ersten Teil von den Kartoffeln, also den Teil, den muss man ohne den Neempresskuchen reinlegen, den haben wir jetzt schon drin. Da sieht man die Stecker. Da sind 4 verschiedene Sorten drin, da ganz da vorne, da haben wir dann noch welche von uns reingelegt, damit der Büffling voll ist, damit sie sich orientiert, dass ich dann beim Häufchen drüber fahre. Den Teil, den wo wir jetzt mit dem Neempresskuchen reinlegen, den zeige ich euch jetzt, wie wir das machen. Meine Frau ist jetzt die Kamerafrau, darum dürfen wir uns nicht umdrehen, weil ihr wisst ja, die will nicht in die Videos mit dabei sein. Ich bin der Bohrer. Wo haben wir jetzt da angefangen? Da.
Ich bohre mit dem Akkuschrauber und dem Erdbohrer die Löcher vor. Jetzt kommt eigentlich der Job von meiner Frau. Die nimmt sich da so eine Eierschachtel, macht das Loch da ein bisschen auf, legt die Kartoffel da rein. Und jetzt kommt das Zauberpulver. Da sieht man es, das ist wie so ein Granulat. Schaut fast aus wie das Gewürz, was ich um das Pulpurgimmer rum mache. Auf der Verpackung steht jetzt drauf, ungefähr 5 Gramm sollte man rein tun. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ein gehäufter Esslöffel ungefähr die 5 Gramm sind. Und wenn das dann drum ist oder drin ist, das Pulver, dann macht man das Loch wieder zu. Da jetzt das gleiche nochmal. Das Loch ein bisschen aufmachen. So ein Erdbeeren da reinlegen. Ein bisschen was von dem Pulver drauf. Und dann können wir das Loch wieder zumachen. Das machen wir jetzt, bis wir da hinten sind. Natürlich legen wir das wieder Sorten rein, so wie da bei den ersten zwei Bieflingen auch. Und wenn wir dann fertig sind, dann zeige ich euch das Ergebnis nochmal. Das mit dem Erdbohrer, haben wir gemerkt, das taugt nichts. Jetzt mache ich es einfach so, dass ich mit der Schaufel da, wo die Kartoffel reinkommt, den Büfling einfach auf Zeiten räume. Weil die Erden, die rutscht immer so nach. Die Frau schimpft schon die ganze Zeit, weil das Loch dann immer wieder zufällt und sie die Kartoffel nicht weit genug reinbringt. Jetzt räume ich da den Büfling einfach mit der Schaufel auf Zeiten. Dann haben wir da einen Schlitz im Büfling drin. Dann kann die Frau dort Kartoffel sauber reinlegen und das Nebenpresskuchenzeug da rein tun. Und dann räume ich den Büfling einfach mit der Hauern wieder zu. Ich glaube, dass das so besser geht. Außerdem habe ich gemerkt, ich habe da eine Malztrombosen gekriegt von dem Akkuschrauber die ganze Zeit. Ich glaube, dass er so gescheiter ist. Der Caddy ist leer, der Acker ist voll, die ganzen Kartoffeln sind jetzt drin. Die ersten zwei Büflinge sind jetzt die, wo wir einfach so reingelegt haben. Und die rechten zwei Büflinge sind die, wo wir diesen Nebenpresskuchen mit reingelegt haben. Ich habe es jetzt alle beschriftet, die ganzen Sorten. Da ist ein kompletter Büfling Laura. Da geht es los mit der Cheyenne, dann kommt die Agria, die Heiderot, der blaue Annelies und da hinten unser Mischmasch. Der größte Teil von denen, glaube ich, ist auch diese Cheyenne und mir ist eingefallen, das glaube ich ist die Desiree, wo da noch mit dabei ist. Ich schaue aber daheim nochmal nach, falls nicht die Desiree ist, dann schreibe ich es da unten schnell hin. Und da kommt dann das gleiche eigentlich gespiegelt nochmal. Da die Laura mit dem Nebenpresskuchen, Cheyenne, Agria, Heiderot. Die blaue Anneliese und unser Mischmasch. Sehen tut man jetzt natürlich noch nicht recht viel. Das dauert jetzt ein paar Wochen, bis die rausspitzen. Und dann wird das erste Mal dann anhäufen. Da nehme ich euch wieder mit. Was ich aber jetzt merke, ich kriege einen Durst. Darum fahre ich jetzt wieder heim und dann trinken wir halbe miteinander. Bis gleich. Jetzt bin ich wieder daheim und jetzt trinken wir erst einmal einen Schluck miteinander. Also, Prost Burschen, Mädels und alle anderen auch. Gut. Kartoffeln sind drin. Wie gesagt, den Hof Jebel verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da gibt es jetzt nicht bloß Kartoffeln, da gibt es auch Gartengeräte und anderes Gemüsezeug. Den Nebenhandel verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch mal schauen, vielleicht ist da auch was für euch dabei. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, auch Kosmetik und alles basiert auf diesem Extrakt von dem Nebenbaum. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum der Peter am 1. Mai Kartoffeln legt und nicht einen Maibaum aufstellt, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir bei uns im Dorf, wir haben keinen Maibaum, wir haben einen Zunftbaum und den stellt man alle 3 Jahre auf und bei uns ist erst nächstes Jahr wieder soweit. Heuer bleibt er noch stehen. Wir machen zwar trotzdem ein Maifest, das machen wir aber erst am Samstag, also bei euch dann morgen, weil da können die Leute dann mehr hocker bleiben und müssen nicht am nächsten Tag wieder in die Arbeit. Und darum habe ich heute mehr oder weniger frei gehabt und habe den Tag genutzt, um Kartoffeln zu legen. Ich möchte mich jetzt zum Schluss noch bei jemandem bedanken, der hat mir nämlich Netzwerkkabel zukommen lassen und zwar nicht so wenig. Ich weiß nicht, wie viel das sind, ich glaube an die 30 Meter Netzwerkkabel und dazu noch 2 Netzwerkstecker. Das sind so Stecker, die braucht man nicht krimpen, die druckt man einfach bloß so zusammen. Also das bringe sogar ich zusammen. Das Netzwerkkabel habe ich vom Sven gekriegt. An dieser Stelle herzlichen Dank, Sven, für das Netzwerkkabel. Das ist nicht das erste. Der hat mir nämlich schon mal ein Netzwerkkabel zukommen lassen. Das eine brauchen wir vom Heizhaus zum Wohnhaus in den Heizungskeller rein. Da kommt dann eine Fritzbox in den Keller, dass ich auch im Keller WLAN habe.
Und von der Fritzbox geht es dann auf zu unserer Wohnung. Dafür brauchen wir dann das zweite Kabel, weil da oben ist der Internetanschluss und irgendwie müssen wir ja die Verbindung da rausbringen. Also Sven, herzlichen Dank dafür. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wann es jetzt endlich am Heizhaus weitergeht. Naja, das hat auch einen Grund, der liegt aber jetzt nicht an mir. Also ich war jetzt schon, ich darf jetzt schon gern weitermachen, aber mein Heizungsbauer war jetzt krank. Der hat jetzt noch keine Zeit gehabt, dass er vorbeikommt. Der hat ja momentan sehr viel Arbeit, dass wir jetzt das da besprechen, wie es jetzt da weitergeht. Und das werde ich jetzt noch abwarten, bis der jetzt einmal da war. Und dann, verspreche ich euch, geht es am Heizhaus weiter. Mit dem Video komme ich jetzt langsam zum Ende. Ich weiß, das ist jetzt nicht so lang wie sonst immer, aber die Woche war echt viel los und ich habe es nicht geschafft, irgendwas Brauchbares für euch vor die Kamera zu bringen. Für alle die mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen möchten, ihr wisst, unten in der Videobeschreibung ist mein Online-Shop verlinkt. Für alle die wo schon bestellt haben, ich muss euch noch ein bisschen um Geduld bitten. Ich habe noch nicht so viele Bestellungen beieinander, dass ich die Sachen produzieren lassen kann. Aber schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, wenn es losgeht. Seit kurzem gibt es auch eine weitere Möglichkeit, mich zu unterstützen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem PayPal-Konto. Also wer mir auf diese Art was zukommen lassen möchte, darf das gerne machen. Aber nicht vergessen, das ist alles ein Kann und kein Muss. Und nachher hätten wir es auch schon wieder für heute. Und wie immer, bleibt mir zum Schluss dann bloß noch eins zum Song. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein. Pfiat euch. Prost. Jetzt schalten.